Linda Hesse, ein berühmter Musikstar, hat mit ihrem Talent und ihrem attraktiven Aussehen viele Spuren in der deutschen Unterhaltungsbranche hinterlassen. Doch nach den Erfolgen und Höhepunkten war ihr Leben auch mit Herausforderungen und Traurigkeit konfrontiert. Linda Hesse wuchs in ihrer Heimatstadt Halberstadt auf und zeigte schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für Musik. Während ihres Studiums am Käthe-Kollwitz-Gymnasium konzentrierte sie sich nicht nur auf ihre Ausbildung, sondern erkundete auch eine Karriere als Künstlerin. Im Jahr 2004 nahm sie am Castingprogramm Star Search teil und begann damit ihre künstlerische Reise. Nach ihrem Highschool-Abschluss wurde sie 2007 ein wichtiges Mitglied der Popgruppe Wir Drei. Den Höhepunkt ihrer Solokarriere erreichte Linda Hesse jedoch erst im Jahr 2011. Mit steter Kreativität und Anstrengung veröffentlichte sie am 26. Oktober 2012 ihre Debütsingle, Im Not Amann, die einen wichtigen Wendepunkt in ihrer Karriere markierte. Ihr am 15. Februar 2013 veröffentlichtes Debütalbum, Gaue Landung, unterstreicht erneut ihr außergewöhnliches Talent in der Musikbranche. Allerdings gab es im Privatleben von Linda Hesse auch schwierige Momente. Das Covergirl der Juni-Ausgabe 2018 des Playboy Deutschland zu werden, dürfte eine schwierige Entscheidung gewesen sein, die dazu geführt hat, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihr Privatleben verlagerte. Die Menschen haben viele Fragen und große Erwartungen an diesen jungen Star. Im Leben von Linda Hesse geht es nicht nur um Musik, sondern auch um persönliche Entscheidungen und gesellschaftlichen Druck. Dass sie im September 2018 als Kandidatin für Fort Boyard in Betracht gezogen wurde, war für sie zwar eine neue und aufregende Herausforderung, hat aber möglicherweise auch großen Druck und Verantwortung mit sich gebracht. Schließlich löste das traurige Ende von Linda Hesse bei vielen Fans Trauer aus. Die Trauer entsteht nicht nur durch den Verlust einer talentierten Künstlerin, sondern auch durch ein besseres Verständnis für den Druck und die Schwierigkeiten, denen sie in ihrem persönlichen und künstlerischen Leben ausgesetzt war. Linda Hesse ist nicht nur eine musikalische Ikone, sondern auch eine Person mit einer tiefen Seele und Emotionen. Als sich die Nachricht vom Tod Linda Hesses verbreitete, flossen Tränen und Trauer in die Welt. Ihr Leben war zwar voller künstlerischer Erfolge, aber auch eine Reise voller Strapazen und Emotionen. Von ihrer Heimatstadt Halberstadt, wo sie aufwuchs und Gesang studierte, bis zu ihrem Start bei Star Search im Jahr 2004 war Linda Hesses Leben eine Reise voller Leidenschaft und Hingabe. Mit Mühe und Ausdauer wurde Linda Hesse 2007 ein wichtiger Teil der Popgruppe Wir Dritte. Herausforderungen und neue Entwicklungen führten sie 2011 zu einer Solokarriere mit hochwertigen Singles und Alben. Quantität. Ihre musikalische Roadmap markierte wichtige Meilensteine und machte ihren Namen in der Unterhaltungsindustrie bekannt. Schönheit und Popularität gehen jedoch oft mit Belastungen und Druck einher. Das Covergirl des Playboy Deutschland im Juni 2018 könnte neue Herausforderungen mit sich gebracht und weitere Fragen zu ihrer Privatsphäre aufgeworfen haben. Sie musste sich mit den grellen Lichtern und der unerwünschten Aufmerksamkeit auseinandersetzen, auch wenn es vielleicht darum ging, ihrer Kunst nachzugehen und ein persönliches Zeichen zu setzen. Linda Hesses Entscheidung, im September 2018 Fort Boyard beizutreten, kann auch als neue Chance und Herausforderung für sie gesehen werden. Dies war nicht nur eine emotionale und körperliche Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit für sie, ihre Stärke und Geduld zu zeigen. Linda Hesses plötzlicher Tod hinterließ Schmerz und Trauer nicht nur in den Herzen der Fans, sondern auch in der Musikgemeinschaft. Der Verlust einer jungen und talentierten Künstlerin wie ihr ist eine duftende Seele in der deutschen Musikindustrie. Ihr persönliches Leben mit seinen Freuden und Sorgen ist eine Geschichte davon, sich Herausforderungen zu stellen,
durchzuhalten und einen Sinn zu finden. Linda Hesse ist nicht nur eine hervorragende Sängerin, sondern auch eine Frau mit einem sensiblen Herzen und einer Liebe zur Kunst. Linda Hesses Leben war zwar von großen Schritten und Erfolgen in ihrer musikalischen Karriere geprägt, enthielt aber auch Schmerz und Trauer, die sich nur schwer in Worte fassen lassen. Von dem Tag an, als sie Star Search beitrat, über ihre Brillanz in der Popgruppe Wir Drei bis hin zu ihrer Solokarriere war Linda Hesses Leben immer in Ordnung. Deshalb hat Halberstadt so viel zu bieten. Es gibt auch das Käthe-Kollwitz-Gymnasium, sodass sie nichts tun können, um dorthin zu gelangen. Der Beitritt zur Popgruppe Wir Drei im Jahr 2007 war für sie nicht nur eine Gelegenheit, ihre Kunst weiterzuentwickeln, sondern auch die Grundlage für ihre zukünftige kreative Solokarriere. Linda Hesses Single, Im Notarmann, aus ihrem Debütalbum, Punkt Gaue Landung, bewies ihr Charisma und Talent in der Musikwelt. Ihre Kreativität und ihre unverwechselbare Vision haben bei Fans und Profis gleichermaßen Aufmerksamkeit und Anerkennung erregt. Verdienen und so weiter, bis ich da hinten ankomme. Das geht schneller. Das ist ja irgendwie sowas Rekursives. Ne? Oh, ich muss echt, um auf hier hinten zu kommen, muss ich alles vorher aufaddieren, bis ich da hinten rauskomme. Es gibt aber auch so etwas wie eine explizite Formel, um auf ein Element zu kommen. Weiß jemand, wie ich ein bestimmtes Element berechnen kann? Ja? N über K, genau. Die Frage ist nur, warum, ne? Hä? N über K? Also irgendwie, wenn man N über K so ein paar ausrechnet, stellt man fest, die Zahlen kommen da alle vor. Also, das hier ist Y über 1. Und dieses Element hier ist 3 über 1. Und das ist 4 über 1. Das ist 5 über 1. Weiß jemand noch, welche kann ich noch hinschreiben? Sieht jemand das Muster? Weiß jemand, was ich hier hinschreiben muss? Also wir füllen das jetzt mal aus und später machen wir uns klar, warum das so ist, ne? 2 über 0, genau. Hier ist 2 über 0. Hier ist 3 über 0, 4 über 0, 5 über 0 und so weiter. Dann ist das hier 1 über 1, 2 über 1, 3 über 1 und so weiter, genau. Weiß jemand, was ich hier hinschreiben muss? Genau, 2 über 2, 2 über 3, 2 über 4. Nee, Quatsch. Ey, was habe ich denn hier gemacht für einen Quatsch? Genau. Oh Mann, das ist jetzt auf der Aufzeichnung drauf, wie peinlich. 4 über 4 und so weiter. Ja, genau. So, wenn man jetzt mal so schräg schaut. Fehlt noch der hier? Was könnte das sein, wenn ich von 2 über 0